Hallöchen, Freunde, Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier liegt, glaube ich. Ah, jetzt Grafik hat nachgeladen. Sorry, Leute. Okidoki. Nehmen wir die auch noch auseinander, die Jungs? Das sind vier Stück. Oder lassen wir die erstmal hier leben? Müssen wir denn an denen vorbei? Komm, wir gehen erstmal hier lang. Ja, jeden Ohr. Langschwert auf jeden. Den abplündern wir auch. Oh, was haben wir denn hier? Öl der Verkleinerung. Überziehe deine aktive Waffe mit Öl. Sie erhält einen Malus von minus 1 auf Schaden. Schwächt aber auch jeden, den sie trifft. Oh, das ist geil. Die Ziele müssen ein SG... was ist denn SGF? Konstitutionsrettung bestehen oder sie sind bei Stärke und Rettungswürfen im Nachteil. Okay. 2 bis 7 Kurzschwert. Lieferbefehle. Was sind denn bei den Lieferbefehlen hier? Lesen. Liefert mir die Kiste ungeöffnet. Lest den ersten Satz erneut. Liefert mir die Kiste ungeöffnet. Lest den ersten Satz erneut. Liefert die Kiste ungeöffnet. Sorry. Wenn ihr sie öffnet, werdet ihr wissen, denn dann seid ihr tot. Das ist keine Drohung. Das wird passieren, wenn ihr die Kiste öffnet. Welche Kiste? Die? Das finden wir noch heraus. Oh wow, alles klar. So, alles klar. Schnell speichern erfolgreich. Ja, wir leben noch. Eine offene Kiste. Was haben wir denn da drinnen? Nicht schlecht. Doch so viel. Aber was stand denn jetzt in diesem Kack-Tagebuch? Inspiration, Dialog, Tutorials, Quests. Der Magier von Tiefwasser. Wir gaben Gale einen mächtigen magischen Gegenstand und er konnte das Gewebe darin absorbieren. Sein Zustand stabilisierte sich. Doch er warnte uns, dass es ein ständiger Kampf ist. Wenn er das nächste Mal Bedarf hat, sollten wir vorbereitet sein. Okay. Rezept freigeschaltet. Komm, wir gehen erstmal hier unten hin. Hier sind wir auf jeden Fall in irgendeinem Missionsgebiet. Ich hoffe in das, was ich auch will. Okay. Hier ist auf jeden Fall Blut. Okay. Was müssen wir mit dem Kollegen denn nochmal machen, Karlach? Was müssen wir denn mit Karlach nochmal machen? Was genau? Damit wir auf dem Stand der Dinge sind. Finde die verschollene Lieferung, ja, alles klar. Wir haben Will rekrutiert, einen Monsterjäger, der als die Klinge der Grenzen bekannt ist. Es ist eine Mission, die mächtige Teufelin Karlach zu töten, die eine Gefahr für die ganze Schwertkünste darstellt. Okay, warte mal. Kurze Rast zum Lager. Holen wir mal Will. Will. Da ist Will. Wie tausche ich den denn? I should speak up. Gale slurped that thing up like a horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. Ich hoffe, er hat irgendwas, was er braucht. Was haltet ihr von Raphael? Er war doch gar nicht dabei. Wie kommt es, dass die Klinge der Grenzen einen Teufel in der Hölle jagt? Sag mir, Will, wie kam es, dass ihr zur Klinge der Grenzen geworden seid? Mir ist euer Steinauge aufgefallen. Habt ihr das echte Auge im Kampf verloren? Kommt doch in meine Gruppe. Make some room and I'm all yours. Okay, wie mache ich denn Platz? Gruppierung aufheben. Hä? Okay, müssen wir erst zu ihr hin und sagen, sie soll die Gruppe verlassen oder was?
Gale is positively voracious. Well, let him suck up all the magic he needs, as long as he doesn't snack on a Githyanki silver sword. Ich bin am Überlegen, schmeißen wir die erstmal aus dem Team oder unsere Heilerin? Wenn sie die Grippe der einzige Weg zur Heilung ist, wisst ihr, was ohne Heilung aus uns wird? Wartet im Lager auf mich. You believe you can survive without me. Ich habe es mir anders überlegt. Ich diskutiere nicht, bleib hier. As you say, do not keep me waiting. Du glaubst auch, du wärst hier der Obermacker, ne? Geteiltes Versteck. Chilimi hat Reiserucksack davon genommen. Archimie. Okay. Du kommst mal mit. The Blade of Frontiers at your calling. Komm doch in meine Gruppe. That's the spirit. Alles klar. Dann müssen wir gleich noch Level up mit dem machen. Was haltet ihr von Raphael? He brings to mind a story. The devil with the silver tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Mit dem richtigen Lehrer vielleicht. Was haltet ihr von dem Teufel? Kommt auf den Punkt. Ihr meint, Raphael, wir sollten in unserer Situation zumindest über sein Angebot nachdenken. Er spart mir die Gleichnisse. Mit Leuten wie ihm mache ich keine Geschäfte. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Vielleicht bin ich ja auch der Teufel und der Superkrieger. Wie kommt denn die Klingelnzen zum Teufel der Hölle? Ja? Karlak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. She was planning to return. One of the archdevil Zariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking, the damage she might be doing. Okay. Wer ist diese Kontaktperson? Es ist kein Kinderspiel, von der Schwertkünste zu den Höllen zu reisen. Wie habt ihr das geschafft? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Ein mächtiger Freund, was? Wie etwa ein Hexenmeister, Schutzpatron? You are a warlock. You know about bound souls and frozen tongues. I can only leave the rest to your imagination. Suffice to say, I hunt monsters, devils included, and I will do what I can to quench the coast of their flames. Sag mir, Will, wie kann es, dass die Klinge den Grenzen geworden seid? My father once said, one does not pursue a champion's life, one merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Okay. Was könnte man besseres tun, als ein Leben zu retten? Ihr müsst stolz gewesen sein. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocence. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Okay. Woher? Baldur's Gate, born and raised. The only son of a single father.
He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. Mist, euer Steinauge. Wovon habt ihr euch auch im Kampf verloren? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Okay. Dich hinunterbeugen und dir das Auge genauer ansehen. Ich möchte etwas über... Alles klar, ciao. Okay. Wir können ja auch noch... wir müssen ja auch noch mit dem hier Stufenaufstieg machen. Wir sabbeln die ganze Zeit mit dem. So, Will, zeig mal, was du kannst. Was bist du überhaupt für ein Typ? Stufenaufstieg. Er ist Hexenmeister. Haben wir jetzt zwei? Okay. Besser als ich? Will ich den überhaupt in meinem Team haben als Hexenmeister? Rascher Rückzug. Komm, du kriegst brennende Hände. Qualvoller Strahl. Ah, den hab ich, glaube ich, ne? Rüstung der Schattentiersprache. Teufelssicht. Du kannst in der Dunkelheit normal sehen, obwohl magische als auch nicht magisch. Deine Sichtweite beträgt 24 Meter. Du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Falsches Leben gewährt dir 7 temporäre Trefferpunkte. Du kannst nach Belieben... Du kannst nach Belieben Selbstverkleidung wirken, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Du kannst mit dem Schatten verschmelzen wirken. Zurückdringender Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, kannst du sie bis zu 4,5 Meter vor dir wegstoßen. Das ist auch interessant. Einmal pro langer Rast kannst du mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verderben wirken. Verderben zielt bis auf zu 3 Kreaturen. Sie halten einen Malus... Okay, boah, was mache ich denn da? Zurückdringender Strahl klingt ganz geil. Der klingt auch ganz cool. Stufenaufstieg. Okay, und das gleiche nochmal. Was haben wir hier? Eine Dolchwolke. Nehmen wir den mal. Paktvorteil. Was hatten wir denn? Pakt der Kette hatten wir, ne? Du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Feengeist. Müssten wir auch mal machen. Wir nehmen mal das bei dem hier. Okay. Apropos. Mit Toten sprechen. Ach, jo, müssten wir auch mal ausprobieren, ne? Durchbohrender Schlag. Wo war das denn, dieser Pakt? Oh, ne, falscher Knopf. Wir können doch auch so einen Pakt herstellen. Pakt der Kette. Aber wichtige Merkmale. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu. Es kann ein Tier oder ein Teufelchen sein. Ja, aber wie beschwören wir den? Segen des dunklen Meisters, mit Tieren sprechen, Gedanken wahrnehmen. Du kannst die Gedanken mancher Kreaturen lesen, wenn du mit den Kreaturen redest. Okay. Gelegenheitsangriff. Höllischer Tadel. Passivwerte. Leute, ich habe keinen Plan. Lager verlassen. Wir wollen jetzt endlich den einen Kollegen da ausknipsen. Now a mere werebear could swat me halfway to Arn. Strange things are happening to us. Festers in our minds may well impel our bodies. Okidoki. Dann nehmen wir mal Will. Wieso hat der mehr Lebenspunkte als ich? Alter, ich bin ja fast tot.
Okay, schnell speichern. Und dann gehen wir mal hier rüber. Right. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be gods damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Okay, ihr seid die Teufelin, die wir gejagt haben. Karlach, richtig? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Ihr habt gedient, das genügt, um euch zu verdammen. Naja, weiß ich nicht. Wenn es Krieg gibt, wird man halt gezwungen zu kämpfen, auch wenn man nicht will. Das ist, schwierig, hört auf. Will, ihr habt es auch gesehen. Denkt praktisch, sie ist infiziert, so wie wir. Und sie ist mächtig, wir könnten sie als Verbündete brauchen. Sieht aus, als hättet ihr euer Ziel gefunden, Will. Schicken wir eure Teufelin zurück in die Hölle. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Götter, seid ihr stur. Karlach ist keine Teufelin und das wisst ihr. Ihr habt ihre Gedanken gesehen. Sie ist keine Gefahr für die Schwertkünste. Ihr habt recht, vernichten wir sie in den Ärger. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach. But you already knew that. And you are... Ich bin Chilimili. Ich bin letztendlich der Schlüssel zu eurer Heilung. Ich habe kein Interesse an neuen Freunden. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it. So little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tear, to take me back. Problem is, I'm not going. Okay, dann schicken wir sie zurück in ihr Höllenloch. Also wollt ihr, dass ich eure Jäger töte? Warum soll ich eure
Drecksarbeit erledigen. Ich habe genug eigene Probleme. Ich brauche nicht noch eure. Ja, komm. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. But I suppose I can be smooth enough for two. Klingt nach einem famosen Plan. Moment mal, ich habe noch nicht gesagt, dass wir dauerhaft zusammenschließen. Nicht wirklich, ihr seid für euch halt reingestellt. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Okay. Ich soll mit mir selber reden? Still breathing, despite everything. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Ich habe meine Rolle nicht gut gespielt. Was soll das denn jetzt heißen? Sag es offen, Will. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. You sound like a man with the nine hells at his heels. You're closer than you know. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Buße? Muss ich mir Gedanken machen? Gut. Ich habe Antworten verdient. Faszinierend. Eine Chance dabei zuzusehen, wie die Klinge sich windet. You're not in any danger. I promise. I can't say the same about me. Alter, solange du bei uns bist, kann dir nichts passieren. Okay, ich mach mal kurz einen kleinen Save Point hier. Und dann gehen wir mal ein bisschen quatschen im Lager. Mit unserem neuen Buddy? Gucken, was sie so kann, die junge Dame. Oh. Servus, Grüezi und Hallo. Hey ja. Wie seid ihr dazu gekommen, im Blutkrieg zu kämpfen? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Okay. Ich dachte nicht, dass ich hier mal ende und wir. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Ich wäre zu Hause, ohne die kleinste Sorge. Oh man, lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Auf jeden Fall. Nehmen wir doch gerne. Schattenherz. Seems like a good moment. Die möchte ich einmal rausnehmen aus dem Team. Obwohl ich die eigentlich ganz gut mag. Karlak and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. Diese Wandbilder am Hain. Ich hatte den Eindruck, als wäre euch etwas aufgefallen. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Okay. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Fine. What's on your mind? Was habt ihr vor, wenn wir die Larven tatsächlich losgeworden sind? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Aber warum denn? Wir sollten zusammenbleiben, wenn wir uns verstehen. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Ein Angehöriger? Ein Freund? Euer Herzblatt vielleicht? Scheint persönlich zu sein. Ich bohre nicht nach, wenn ihr nicht darüber reden wollt. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Okay.
Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Ich suche, wenn ich euch wieder brauche. Jo. If you're sure. Ach, nicht doch. Bleib bei mir. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Supi. Was? Ach so. Alles klar. Ich nehme die mal mit. Ach, ich bin überladen, ne? Ja? Ja, komm mit. Fuck yes. Ja, fuck, Alter. Yeah, geil. Ja? Was ist eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Was diese Paladin angeht, die wir jagen sollen. Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Ihr müsst vorerst im Lager bleiben, alles klar. Ciao mit V. Wer bist du, was kannst du, was auch immer. Wie stark bist du? Bist du krass? Bist du nicht so krass? Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir die Heilerin Schattenherz behalten? Also im Team, in unserer Gruppe als Heilerin? Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Ja, ist klar, das ja. Nehmen wir so. Tierherz? Wähle dein Tierherz aus. Du kannst das Herz bei jedem Stufenaufstieg ändern. Bärenherz? Im Kampfrausch kannst du gnadenlose Wildheit verwenden und bist Resistenz gegen jede Schadensart außer physischen Schaden. Außerdem ist im Kampf Sturzschlag. Außerdem sind die Gegner bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil. Du kannst gegen Spurt als Bonusaktion verwenden. Oh, das klingt ganz geil. Elchherz. Im Kampfrausch kannst du Urmassenflucht einsetzen und deine Bewegungsrate ist okay. Im Kampfrausch kannst du Tiger einsetzen und deine Sprungreichweite. Anstachelnde Heulen einsetzen und deine Verbündeten sind in Nahkampf. Soll mir dann Vorteil. Ich glaube, ich nehme Adlerherz. Adlerpiercings. Ja, nehmen wir. Ich glaube, ich möchte sie weiterhin behalten, aber ich finde Gale halt auch ziemlich cool. Ich finde, wir sollten in unserem Team nur einen Hexenmeister haben. Wir nehmen Wilma raus. Wir sind der einzig wahre Hexenmeister. Scheiße, ich bin so vollgepackt schon wieder. Hey, yo, Alter. Well met. Im Lager auch nicht wartet. The blade stands at the ready. Ja, alles klar. Bleibt hier, ich komme wenn. Jo. Alter, ich bin so vollgepackt, Leute. Oh mein Gott. Ich will unsere Heilerin behalten. Ich möchte sie zu einer Heilerin ausbilden. Ich glaube, das ist keine so dumme Idee. Kann man die eigentlich hier hin und her schieben? Something the matter. Ist was? Ja, komm mit. All right. Some company wouldn't hurt on the road. Schaffung. Ah, alles klar, das geht sogar. Okay, cool. Ich möchte, dass du meine Heilerin wirst. Dafür, dass du zu meiner Heilerin befördert wurdest. Schattenherz. Karlach. Schattenherz. Schlüsselbund. Keine Ahnung. Hier Schattenherz. Karlach. Ich habe absolut keinen Plan, Leute. Ich bin. Hä?
Okay, Schattenherz. Bin ich immer noch überladen? Nein. Okay, wir gehen raus. Wir gehen raus. Ich glaube, wir haben genug gelabert. From this distance between Elturel and Baldur's Gate, I'd say. Okay, wir machen einmal ein Sicherheitssave. Muss ich öfter machen, auf jeden Fall. Quest. Wir haben ja jetzt neue Quests hier. Jage die Teufelin. Wir erlauben Karlach, sich unserer Gruppe anzuschließen. Die Paladine werden sicher etwas dazu zu sagen haben. What next? Toter Zöllner. Ja, wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, das wird übel. Okay. Disappointing. Kann man hier rein? Sollte man hier rein? Wo sind denn die komischen Paladine hier? Irgendwie Angst, dass gleich wieder so ein Videoschnitt kommt. Okay. Ich habe Angst. Okay, die sind in dem Haus drinne. Okay, hier draußen sind sie schon mal nicht. Aber diese toten Knolle hier, die machen mir auch ein bisschen Angst. Wir klopfen einmal direkt an die Vordertür, würde ich sagen. Karlach, there you are. Greetings, motherfucker. Ready to die? That's right, Karlach. So now is in the hells. I could see why her ladyship wants a murderous brute like you back. Her ladyship? Zariel really has you under her thumb, doesn't she? Pathetic. Rage all you want, Karlach. Burn with the might of the hells. Zariel will find you, and she will bring you back in pieces. Then again, maybe she'll just leave you here, far from home, with an infernal engine for a heart, slowly burning you to ash from the inside. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now, and I'm never going back! Nice. Okay, da ist auch einer drin. Mindestens einer. Alles klar. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Will da rein. So. Halt. Okay. 32? 44? Lecco Mio. Oh no, sie ist es. No. Shit. Acht Punkte. Alles klar. Mistra Rill. Was habe ich hier für ein Merkmal hier? Beute von Zeichen des Jägers. Die betroffene Kreatur erleidet zusätzlich Schadenspunkte, wenn sie Zauber wirkt. Wenn der Zauberwirker sie mit einem Waffenangriff trifft. Konzentriere Aura des Schutzes. Fünf Damage. Okay, zeig mal her, was du so kannst. Rücksichtsloser Angriff. I'm going to enjoy this. Batz, ja, voll auf die Schnauze. Ja, gib ihr. Gelegenheitsangriff. None of your aim.
alles klar. What the fuck? Lahmgelegt? What the hell? Alter, ich krieg hier voll die Fresse poliert. Nicht genügend Platz. Okay, das war... Ich dachte, jetzt kann ich die irgendwie... Magiehand? Okay, ja, wir kriegen sowas von auf die Fresse. Okay, was haben wir hier? Abbild beschwören. Göttliche Führung. Tributswürfe. Heilige Flamme. Noch einer drinne. Oh gut, die sind aber auch schon. Die sind viel zu weit, sind schon Stufe 5. Sehe ich jetzt erst. Diese Stufe 4, alles klar. Okay, Leute, ich würde hier ein Folgenpäuschen machen. Ich wusste nicht, dass die schon Stufe 5 und 4 sind. Die sind ein bisschen zu mächtig für uns noch. Da müssen wir erst ein paar andere Quests oder Missionen oder what auch immer machen. War ein Versuch wert, wir haben es ja rausgefunden und dann schauen wir irgendwann später mal. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald, tschüss mit Ö.